Schön, dass Sie da sind. Ich habe es mir gerade vorm Kamin gemütlich gemacht. Ach, ist es nicht einfach wunderbar? Ich jedenfalls liebe die Adventszeit. Diese 4 Wochen vor dem Heiligen Abend haben etwas ganz Besonderes, etwas Magisches. Finden Sie nicht auch? Und was wäre die Advents- und Weihnachtszeit ohne Geschichten und Geschichte? In der Museumsbibliothek bin ich auf dieses alte Buch gestoßen. Es erzählt Sagen aus dem Siegerland. Und mit Ihnen gemeinsam möchte ich an jedem Adventssonntag eine Sage zum Leben erwecken. Für den zweiten Advent habe ich mir die Sage von Wieland dem Schmied ausgesucht. Also lassen Sie uns gemeinsam eintauchen in die Welt der Sagen aus dem Siegerland. Im südöstlichen Siegerland, genauer gesagt in Willensdorf, liegt der Schauplatz für eine Sage, die verschiedene Regionen für sich beanspruchen. Es ist die Sage um Wieland, der Schmied. Wieland, der Schmied, ist eine Gestalt der germanischen Heldensage und taucht in unterschiedlichen Erzähltraditionen auf. In der Nähe von Willensdorf soll der sagenumwobene Schmied Wieland nicht nur gelebt haben, sondern auch seinem kunstvollen Schmiedehandwerk nachgegangen sein. Deshalb trug Willensdorf in alter Zeit auch den Namen Wielandisdorf. Das Umland von Willensdorf gehört zu den ältesten Erzabbau- und Eisengewinnungsgebieten Europas. Denn bereits 500 vor Christus haben hier die Kelten in sogenannten Laternenöfen im Wald Eisen erschmolzen und weiterverarbeitet. In der Tidrix-Sage, eine altnordische Sage um Dietrich von Bern, schmiedet Wieland ein Schwert, das er nach seinem Lehrer Mimir benannte. Die Klinge schmiedete er 3-mal neu und nach jeder Fertigstellung tauchte er sie in das Wasser eines Baches und ließ von der Strömung ein immer größeres Büschel Wollfasern dagegen treiben, um dem König dessen Schärfe zu zeigen. Nach der ersten und zweiten Neufertigung zerfeilte er das Schwert, vermischte die Späne mit Weizenmehl und gab das Gemisch Gänsen zu fressen, die 3 Tage gehungert hatten. Anschließend erschmolz er aus dem Gänsekot das Eisen und schmiedete daraus ein kleineres, aber schärferes Schwert. Nach der dritten Neufertigung war das Schwert so scharf, dass es ein 3 Fuß dickes Wollbüschel zerschnitt, das im Bach gegen das Schwert trieb. König Nidung wollte das Schwert besitzen. Aber Wieland nahm es unter dem Vorwand, er wolle noch eine kostbarere Scheide fertigen in seine Schmiede. Für den König schmiedete er ein anderes Schwert, das genauso aussah, aber weniger scharf war. Das Schwert Mimung gab er dann später seinem Sohn Wittich, als dieser zum Hofe König Dietrichs von Bern ziehen wollte. Und? Hat Ihnen die Geschichte auch so gut gefallen wie mir? Dann sehen wir uns wieder in einer Woche und entdecken eine neue Sage aus dem Siegerland. Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine wunderbare Adventszeit. Machen Sie es gut!